bin Eva Ries, Archäologin, Forscherin und Großmeisterin der Mathematik. Ich habe hier für euch ein rechtwinkliges Dreieck gezeichnet und beschriftet. Ein rechtwinkliges Dreieck hat genau einen rechten Winkel. Dieser hat 90 Grad. Die beiden dem rechten Winkel anliegenden Seiten heißen Katheten. Die längste Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, heißt Hypotenuse. Wie ihr bestimmt wisst, haben die Ägypter vor ca. 4500 Jahren ziemlich beeindruckende Gräber für die Pharaonen gebaut. Es war natürlich gar nicht so einfach, die riesigen rechten Winkel für die Grundfläche zu konstruieren. Lasermesser gab es damals nicht. Also haben die Ägypter eine Knotenschnur verwendet. Dazu wurden in einer Schnur in gleichen Abständen 12 Knoten gemacht und dann so aufgelegt. Es entsteht ein rechter Winkel. Eine Kathete ist 3 Einheiten lang, die zweite Kathete ist 4 Einheiten lang und die Hypotenuse ist 5 Einheiten lang. Ganze Zahlen, die wie 3, 4 und 5 die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks ergeben, nennt man pythagoreisches Trippel. Ich habe meinen Namen gehört. Pythagoras? Für dich ist das doch noch viel zu früh. Du lebst doch erst 500 vor Christus in Griechenland. Na, dann komm eben mit. Okay. Das ist Pythagoras. Er lebte vor etwa 2500 Jahren in Griechenland. Pythagoras war ein Philosoph. Das bedeutet, dass er den ganzen Tag über wichtige Fragen des Lebens nachgedacht hat. Genau. Und was gibt es Wichtigeres als Mathematik? Nichts natürlich. Eben. Deshalb habe ich auch über das rechtwinklige Dreieck nachgedacht. Wenn ich auf jede Seite ein Quadrat zeichne, dann sind die beiden Quadrate über den Katheten zusammen genauso groß wie das Quadrat über der Hypotenuse. Wow, die passen da ja wirklich genau hinein. Ich glaube, diesen Satz benennen wir gleich einmal nach dir. Satz des Pythagoras. Jetzt möchte ich das aber noch etwas genauer wissen. Hier ist ein beschriftetes rechtwinkliges Dreieck. Auf jede Seite wurde ein Quadrat gezeichnet. Alle Seiten des Quadrats sind a. Der Flächeninhalt dieses Quadrates ist a mal a. Statt a mal a kann man aber auch a hoch 2 schreiben, also a Quadrat. Richtig. Genauso verhält es sich bei dem Quadrat über der Seite b. Und dem Quadrat über der Seite c. Können wir das auch als Formel aufschreiben? Sicher. A Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Die Summe der Quadrate über den Katheten ist gleich dem Quadrat über der Hypotenuse. Was macht denn er hier? Ich bin dann mal weg. Hallo, mein Name ist Thales. Ich bin ebenfalls ein griechischer Philosoph und habe auch etwas Praktisches zu rechtwinkligen Dreiecken herausgefunden. Stimmt, du hast ja auch einen Satz, der nach dir benannt ist. Der Satz von Thales. Rechtwinklige Dreiecke kann man nämlich ganz leicht konstruieren. Man zeichnet einfach eine Strecke, die Hypotenuse wird. In der Mitte zeichnet man einen Mittelpunkt und konstruiert einen Halbkreis. Jetzt kann man jeden beliebigen Punkt auf den Halbkreis als dritten Eckpunkt nehmen und es entsteht ein rechtwinkliges Dreieck. Das möchte ich auch mal versuchen. Ich zeichne einfach den Winkel ein und los geht's. Siehst du, es bleibt immer ein rechter Winkel, also 90 Grad. Na gut, seines ist ja auch cool. Ja.